Anna Sommer, möchtest du meine Frau werden? Ja, ja. Das ist viel zu groß, ne? Ich dachte, das wäre eine Maßanfertigung. Was machen wir denn jetzt? In dem Kleid kannst du jedenfalls nicht heiraten. Was kann ich für Sie? Ich soll die Hochzeitstorte. Bitteschön. Robertus Feinkost bringt man im Apparat. Guten Tag. Ist Frau Heidel zu sprechen? Oh, das tut mir leid. Meine Frau ist im Moment nicht da. Ihre Frau? Oh, du weißt genauso gut wie ich, dass ich nicht bleiben kann. Ich habe in dieser Stadt nichts mehr verloren. Gib mir einen Tag. Und ich komme mit dir mit. Komm, gib mir noch einen Kuss. Du hast unsere Liebe verraten. It never feels like home. Home is where there's no mistaking. And I'm a million miles from you. But if we stay strong, I know we'll make it through. Oscar! Ede. Wir beide. Psst. Nicht reden. Nicht reden. Ich liebe dich. Oskar. Oskar. Costello, es tut mir leid. Kommen Sie bitte. Wir hatten keine Wahl. Costello, brauchen Sie Hilfe? Ich werde Sie sofort nach Hause bringen lassen. Sie sollten jetzt lieber nicht alleine sein. Sollen wir jemanden informieren? Freunde oder Verwandte? Zeitpunkt des Todes, 6.13 Uhr. Fürs Make-up ist es wahrscheinlich noch ein bisschen früh, aber ich dachte... Das hast du gut gedacht, Lina. Wir können jede helfende Hand gebrauchen. Außerdem soll ich dir das hier von Gudrun geben. Ja. Keine Ahnung, was drin ist. Sehr gut, da haben wir fast alles zusammen. Der Brautschleier ist alt. Ja, den habe ich getragen. Das Brautkleid ist neu. Und das ist noch schöner geworden, als ich mir das jemals erträumt hätte. Das würde ich gerne wiederhaben. Okay, verstanden. Bekommst du. Und das darfst du behalten. Ist von Gudrun. Es war ziemlich schwierig, das zu besorgen. Und wozu soll das gut sein? Die Braut soll etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes und etwas Blaues zu ihrer Hochzeit tragen. Dann wird die Ehe glücklich. Ich würde sagen, ich bin komplett. Ja, ich warte. Darf nicht wahr sein. Halb Deutschland ist auf dem Weg nach Kanada. Ist alles ausgebucht bis Ende nächsten Monats. Oh, dann sind wir da, wenn das Kind laufen kann. Oh, Karl! Hm? Ich hab gedacht, du hast den Flug reserviert. Karl Lenz. Ja, ich hatte vorhin schon mal angerufen, wegen dem Flug nach Kanada. Ja. Was, Sie haben noch was? 4.375 Euro. Das ist dann aber schon für eine Person. Oh, nur der Hinflug. Business Class, ja. Hören Sie, das kommt dann für uns leider... Moment. Was ist, wenn du alleine fliegst? Ja, komm, dann wo eher du. Ich komm nach. Nein, Karl, das ist unser... Bitte, mach doch... Moment, was haben Sie da eben gesagt? Ist gerade eine Stornierung reingekommen.
Ja, ja, genau. Wie schnell? Gut. Gut. Passen Sie auf. Vielen Dank erstmal. Ich melde mich in jedem Fall, ja? Wiederhören. Bis gleich. Gudrun, sind gerade 2 Flüge zurückgegeben worden. Super Sparpreis. Genau das, was wir brauchen. Ja, und? Ja, wir müssen in knapp einer Stunde am Flughafen sein. Ja. Tja. Was machen wir denn mit der Hochzeit von Hanna und Maximilian? Ach. Na, da seid ihr. Das hat ja ewig gedauert. Wieso? Sind wir zu spät? Nein, nein. Hast du die Ringe? Ja, die habe ich auf dem Flügel liegen lassen. Hier bekommt jetzt erstmal der Trauzeuge. Danke. Sag mal, diese Fliegennummer, ne? Hier, die konnte ich noch nie. Ja, da muss ich einfach, muss ich ein bisschen Mühe geben. Das Nervössein ist heute mein Part. Ja, stimmt. Komm. Na hier, kannst du mir mal. Ja, so wird das nichts kommen. Da konnte ich im Schlaf immer. Nee. Kriege ich nicht hin heute. Das wird dir jetzt auch nicht helfen. Sag mal, ist die Mutter heute schon über den Weg gelaufen? Nee, keine Ahnung, wo die steckt. Ich ruf sie mal an, ja? Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Hallo Mutter, ich bin's. Du, ich wollte dir nur sagen, wir sind jetzt schon mal vorgefahren und wir würden uns alle sehr freuen, wenn du auch auf die Hochzeit kämst. Ja. Du, ich muss noch mal los, ja? Gut. Aber du bist nachher pünktlich, ja? Ah. Ja, komm mal her. Ja. Puh, ich bin so aufgeregt. Mach dir keine Sorgen. Ach, Richard, da bist du ja endlich. Hallo, ihr Lieben. Na, Alex? Bin so nervös, als würde ich selber heiraten. Ja, siehst ja, wie es sein wird, wenn wir beide. Ja, doch. Na, mein Hallo. Alter, wie geht's der Braut? Wunderbar. Das sieht man. Du siehst so schön aus. Ist irgendwas? Hast du Angst, dass das Kleid doch nicht passt? Nein, 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 das ist es nicht. Ich finde, da fehlt nur irgendwas. Der Brautstrauß. Ja, der Brautstrauß, richtig. Ja. Oh Sitzt. Oder was sagst du? Ich habe ein gutes Gefühl. Dieser Schleier. Oh, ich. Nein. Schumann. Nein, ich kann jetzt nicht. Wieso ich? Am Flughafen. Ja, ich verstehe. Natürlich. Ich komme. Ja. Na? Und Körchen? Es ist ein Notfall. Ist nicht weit von hier. Es ist auch noch ein bisschen Zeit. Bis zur Trauung werde ich bestimmt wieder zurück sein. Ja, das musst du auch. Ich weiß nicht, was ich ohne meinen Brautvater machen soll. Ich versuche alles. Tschüss, meine Kleine. Meine Große. Tschüss. Helft ihr mir beim Kleid? Ich bin so aufgeregt. Ja. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ach, hier ist heute geschlossen. Ja, ich habe das Schild gesehen. Ja, dann wissen Sie ja Bescheid. Ich müsste trotzdem ganz dringend Frau Hanna Sommer sprechen. Ja, das ist absolut unmöglich. Es wäre aber wirklich sehr dringend. Ja, das glaube ich Ihnen gerne, aber das geht jetzt absolut nicht. Also sehen auch, was los ist. Also ja. Kommen Sie in 2 oder 3 Wochen wieder, dann... Darf ich? Bitte. Oh, danke. Und ich bin mir sicher, Frau Sommer würde sich sehr freuen, mich zu sehen. Ja, normalerweise mag es ja so sein. Aber... Hanna heiratet heute.